In diesem Video erkläre ich dir, warum gerade hochsensible Menschen Energievampire und sogenannte Narzissten wie auf magische Art und Weise anziehen. Ich nenne dir dafür drei Gründe und liefere dir am Ende dieses Videos auch drei Lösungen, wie du solche Menschen aus deinem Leben verbannen und auf Dauer auch heraushalten kannst. Bleib also unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Mein Name ist Christopher Henseleck und ich bin Experte für Hochsensibilität, Autor des Buches Metamorphose, Hochsensibel gesund leben und Coach für hochsensible Menschen. In meinem Buch hier übrigens findest du viele praktische Tipps für ein authentisches und glückliches Leben als hochsensibler Mensch. Schau gerne mal rein, wenn du für dich lernen möchtest, als hochsensibler Mensch zufriedener, authentischer zu leben und wie du gesunde Grenzen für dich setzt, erkläre ich dir darin auch. Und nun zum ersten Grund, warum du als HSP, also als hochsensible Person, narzisstische Persönlichkeiten in dein Leben ziehst. Du gibst Narzissten genau das, was sie brauchen. Und das ist natürlich ungeteilte Aufmerksamkeit und auch Bewunderung. Narzissten verfolgen mit ihrem Verhalten vor allem ihren Selbstwert von außen zu stärken. Sie erzählen gerne von sich und ihren Erfolgen, von ihrem perfekten Leben und prahlen mit ihrem Wissen und ihren übermenschlichen Fähigkeiten. Fehler geben solche Menschen einfach nicht zu, sie haben nämlich gar keine Fehler. Und als hochsensibler Mensch hörst du natürlich offen und mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu und bringst dem Narzissten, wie jedem anderen Menschen auch, Respekt und Wertschätzung entgegen. Und das lieben natürlich Narzissten über alles. Und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass genau solche Menschen dich immer wieder aufsuchen werden, um ihren unstillbaren Durst nach Anerkennung und Wertschätzung bei dir zu stillen. Kennst du dieses Problem vielleicht auch aus eigener Erfahrung? Dann lass es mich doch gerne mal in den Kommentaren unter dem Video hier wissen, ob du mit solchen Menschen auch schon in Kontakt gekommen bist. Der zweite Grund, warum du als HSP Narzissten auf magische Weise anziehst, ist, du lässt dich kontrollieren und manipulieren. Narzissten sind Meister der emotionalen Manipulation. Sie bringen es fertig, dich dafür anzuklagen und dir ein schlechtes Gewissen einzureden, ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn du ihre Wünsche und Forderungen nach Aufmerksamkeit, Bestätigung und so weiter nicht erfüllst. Wenn ein Narzisst seine Bedürfnisse nicht befriedigt bekommt, wird er oder sie es natürlich dann nicht scheuen, dir weismachen zu wollen, dass du ein schlechter Mensch bist. Er wird an dein Gewissen appellieren und dich für seine Misere, für seine schlechte Laune, für sein Unglück verantwortlich machen. Und Ziel davon ist natürlich, doch noch seine eigenen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen und auch genauso den Drang nach Geltung, Aufmerksamkeit und so weiter. Um dann natürlich wieder den eigenen Selbstwert aufrechterhalten zu können, indem er sich das von außen holt. Und meistens gelingt es dem Narzissten auch durch diese Manipulationsstrategie, dich dazu zu bringen, diese Bedürfnisse wieder zu erfüllen. An der Stelle möchte ich dir nochmal mein Buch empfehlen, Metamorphose, hochsensibel, gesund leben, mit einem Hochsensibilitätstest und vielen praktischen Tipps, wie du dir als hochsensibler Mensch Leben aufbaust, das tatsächlich zu deinen Bedürfnissen passt, statt dich zu verbiegen. Der dritte Grund, warum narzisstische Personen die Nähe von insbesondere Hochsensiblen suchen, ist, du setzt keine gesunden Grenzen und stehst nicht genügend für dich ein. Der Narzisst wird so lange an dir ziehen und deine Energie aufsaugen, solange du es zulässt. Weil warum sollte jemand, der seine Energie von außen bezieht und durch Bestätigung, Aufmerksamkeit und Erfüllen der eigenen Ego-Bedürfnisse, sag ich mal, lebt, aufhören, sich all diese Dinge von außen zu holen, wenn du ihm sie immer wieder gibst? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Narzisst zugibt, okay, ich habe dich ausgenutzt, tut mir leid, ich werde ab jetzt dich nicht mehr ausnutzen, ich werde sein lassen. Narzisst wird so lange wie ein Parasit weiter an deiner Energie ziehen, dich ausnutzen und aussaugen, bis du gelernt hast, dich zu schützen und gesunde Grenzen für dich zu setzen. Dir ist vielleicht aufgefallen, ich habe jetzt drei Gründe genannt, warum du als HSP narzisstische Persönlichkeiten anziehst. Und alle drei Gründe haben mit dir selbst zu tun, statt mit dem Narzissten an sich. Und das habe ich nicht gemacht, um dich zu verärgern oder um Narzissten in Schutz zu nehmen. Im Gegenteil, sondern um dir aufzuzeigen, dass du
du persönlich die Macht hast, daran etwas zu verändern. Du bist Schöpfer bzw. Schöpferin deiner Lebenssituation und hast das Recht und auch die Macht dazu, zu wählen, mit welchen Menschen du dich umgibst und mit welchen Menschen du deine wertvolle Lebenszeit und deine Energie teilst. Ich möchte dich hiermit ermutigen, dein eigenes Verhalten zu hinterfragen und dementsprechend zu verändern und anzupassen. Also trau dir zu, Kontakte, die dir nicht gut tun, abzubrechen oder auf ein notwendiges Minimum, wenn überhaupt, zu beschränken. Mach dir bewusst, dass du nicht immer für andere Menschen da sein und springen musst, wenn diese Menschen etwas von dir wollen, vor allem wenn es narzisstische Menschen sind. Frag dich bei der nächsten Anfrage eines Narzissten zum Beispiel sowas wie: Will ich das wirklich? Wie geht's mir eigentlich damit? Und findet diese Beziehung auf Augenhöhe statt? Und dann übe dich darin, Nein zu sagen und gesunde Grenzen für dich zu setzen, ohne dich großartig zu rechtfertigen dafür. Ein klares und deutliches Nein lässt keinen Diskussionsspielraum zu und ist völlig ausreichend. Ein passendes Video, in dem ich dir nochmal detaillierter erkläre, wie du als hochsensibler Mensch gesunde Grenzen für dich setzen kannst, verlinke ich dir hier oben im Video und auch nochmal am Ende dieses Videos. Das kannst du dir gerne mal anschauen. Kennst du diese Probleme auch aus eigener Erfahrung? Hast du narzisstische Persönlichkeiten in deinem Umfeld und vielleicht auch einen guten Tipp hier für die Community, wie du mit solchen Leuten umgehst? Dann lass es mich gerne in den Kommentaren unter dem Video wissen und schreib mir gerne dazu. Und hier an der Stelle möchte ich dir noch meinen dreiteiligen kostenlosen E-Mail-Kurs 9 Strategien für ein gesundes Leben mit Hochsensibilität empfehlen, indem ich dir unter anderem zeige, wie du deine Bedürfnisse als hochsensibler Mensch wieder besser spüren kannst und wie du Nein sagen und Grenzen setzen lernen kannst. Der E-Mail-Kurs ist jetzt für kurze Zeit völlig kostenfrei und unverbindlich zugänglich. Anmelden kannst du dich gratis auf meiner Website, die Adresse blende ich dir ein und einen Link zur Anmeldung habe ich dir auch in die Infobox unter diesem Video gepackt. Hat dir das Video gefallen, dann lass mir gerne einen Daumen hoch und auch ein Kanalabo da und klicke auch auf die Glocke, damit du bei neuen Uploads, bei neuen Videos von mir auch benachrichtigt wirst und kein Video mehr verpasst. Und an der Stelle danke ich dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.